So, meine Leute, heute werde ich die gesenkten Dosen einbauen, beziehungsweise die Unterputzdosen. Das habe ich hier schon so vorbereitet. Und die Schlitze sind auch schon drin, das konnte ich leider nicht filmen. Aber fertig ist fertig, da will man sich natürlich auch nicht beschweren. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man die Dosen einbaut, beziehungsweise wie man die Dosen eingipst. Also eigentlich konnte ich die Videos nur nicht hochladen vom Schlitzen, weil ich natürlich meine Kameras nicht komplett versauen wollte und das hat gestaubt und gemölmt wie Sau, trotz Staubsauger. Das erste, was man beachten muss beim Dosensetzen, ist, damit der Gips nachher überhaupt hält, dass man erstmal die Wand befeuchtet. Dafür kann man so eine schöne Sprühflasche nehmen und bei dem Porotonstein braucht man ganz schön viel Wasser, weil sie das Wasser sofort komplett wegsaugen. So. Danach nehme ich mir zwei Schrauben, drehe die eine Schraube hier oben rein, möglichst gerade natürlich. Die andere Schraube drehe ich hier unten rein, auch möglichst gerade. Dann setze ich die Dosen hier ein. Nehme meine Wasserwaage und gucke erstmal, ob das überhaupt so passt, dass die gerade sind. Gut, das kommt schon mal ziemlich gut hin. Und dann nehme ich meinen Gummibecher und meinen Spachtel und mache da erstmal so 5 Spachtelkellen von dem guten Elektriker-Gips rein. Ich weiß, normalerweise kommt da zuerst das Wasser rein, aber ich finde das so doch ein bisschen angenehmer. So, jetzt ist der Topf auch schon ziemlich voll, wie man sieht. Und jetzt Wasser. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Das Mischungsverhältnis muss man am besten selber mal ausprobieren. Das mache ich immer auf reiner Schnauze. So wie es gerade passt. So, da kann noch ein kleiner Tropfen rein. Nicht mehr zu viel. Und ordentlich durchmischen. Ja, ein ganz kleiner Tropfen Wasser geht noch. So, ordentlich durchmixen und wenn man dann so ungefähr diese Konsistenz hat, dann finde ich das Ganze in Ordnung. Dann die Dosen rausnehmen. Schön anfangen, hier die Seiten einzuschmieren. So, wir mixen nochmal mehr an. Und gerade bei Elektriker-Gipsen muss man ziemlich zügig sein, weil das Zeug so schnell hart wird. Dann schmiere ich hinten auf die Dosen immer nochmal was drauf, ein bisschen. Jetzt nehme ich das Ganze und drücke es hier rein. Wenn der Gips jetzt schon zu hart wäre, wäre das gar nicht mehr möglich. Und der ist jetzt schon ganz schön hart. Dann nehme ich wieder die Wasserwaage. Guck mal, was eine Waage ist und das passt einwandfrei. Nehme jetzt noch mehr Gips und schmiere hier die ganzen Löcher zu. Ich drücke das so richtig schön rein. So, dann gibt es jetzt schon wieder hart. Also mache ich mir noch eine Schale, damit ich da den Rest dann gleich auch noch zugestopft kriege. Das ist definitiv zu viel Wasser.